Unter Holocaust-Erinnerung 3.0 verstehe ich die Darstellung oder die Tradierung des Holocaust in den digitalen Medien. Da gibt es sehr viele Beispiele, Instagram-Accounts, Facebook-Accounts, Twitter-Accounts. Dann gibt es andere Beispiele, wo neue Techniken benutzt werden. Die USC Shoah Foundation zum Beispiel ist gerade dabei, ein Holocaust-Überlebenden Hologramm zu entwickeln. Das wären Stunden die Überlebenden wurden während Stunden interviewt und diese Hologramme können später mit Schulklassen interagieren. Also man kann denen Fragen stellen und die Antworten auf diese Fragen werden offen in den Raum hineingebeamt, sodass es aussieht, als ob da eine wirkliche Person steht, und es geht darum, das dialogische Gedächtnis in die Zukunft zu bringen, zu tradieren. Andere Beispiele wären Computerspiele. Da gibt es noch nicht sehr viele gute Beispiele. Eigentlich gibt es kein wirklich gutes Beispiel. Es gibt sehr viele schlechte Beispiele, wie es gemacht wird. Also Ego-Shooter-Spiele, Spiele aus den neonazistischen Zirkeln, aber halt noch kein Spiel, was wirklich versucht, die Erinnerung an den Holocaust spielerisch rüberzubringen. Obwohl das ein Medium ist, was natürlich von sehr vielen Schülern, von sehr vielen jungen Menschen und auch älteren Menschen benutzt wird und es aber noch immer sehr, sehr große Berührungsängste vor diesem Medium gibt. Digitalisierung kann Trivialisierung sein, es kann Emotionalisierung sein, aber es kommt natürlich immer darauf an, wie man es macht. Also die digitalen Medien haben ja das Potenzial, ihre Nutzer zu, was man im Englischen Prosumers nennt, zu verwandeln. Also der Konsument ist nicht mehr nur ein Konsument, sondern kann, soweit dann das Programm das zulässt oder die Plattform das zulässt, aktiv mitgestalten. Das heißt zum Beispiel, ich kann auf Facebook die Posts meiner Freunde oder von Institutionen kommentieren. So, und darin liegt ein relativ großes Potenzial, würde ich sagen. Also vor allem in der Kommentarfunktion, da könnte man in einen offenen Dialog mit sehr, sehr vielen Menschen treten, was aber im Moment noch nicht so wirklich gemacht wird. Also diese Kommentarfunktion steht zwar auf den Seiten von Institutionen wie dem United States Holocaust Memorial Museum oder Yad Vashem. Die Institutionen selbst aber wahrscheinlich aus Kostengründen interagieren nicht wirklich mit den Nutzern, die dann Kommentare zu diesen Posts schreiben. Für Computerspiele würde ich sagen, könnte man sagen, dass das Potenzial darin besteht, dass Computerspiele natürlich immer eine Akteursposition voraussetzen. Also ich muss irgendetwas machen, ich muss Entscheidungen treffen. Und das würde es erlauben, die Erinnerungskultur viel partizipativer zu gestalten. Zeitgemäß gut erzählte Geschichten mit den Mitteln der Digitalisierung, würde ich sagen, ist eine multiperspektivische Erzählung. Also eine Erzählung, die nicht mehr nur opferfixiert ist und gut Geschichten von Opfern erzählt, sondern versucht, andere Blickpunkte reinzubringen. Weil diese Opferfixiertheit zu einem gewissen Grad eigentlich nur ein Selbstzweck ist. Oder man identifiziert sich, und viele Benutzer identifizieren sich dann mit diesen Opfern. Aber so wirklich lernen tut man nichts. Also man lernt halt nicht, wie es zu einem Genozid kommen sollte. Man lernt nur, dass das schrecklich war. Und um zu lernen, wie es dazu kommen konnte, wie eine Gesellschaft sich derart verändern konnte, dass ein Genozid möglich wurde, das lerne ich nur, wenn ich verschiedene Akteurspositionen einnehme oder mir die anschaue. Ja, weniger Angst vor den digitalen Medien, würde ich auch sagen. Also die große Institutionen, wie gesagt, wie das United States Holocaust Memorial Museum, wie Yad Vashem, wie Auschwitz, posten seit Jahren auf Facebook. Bei den deutschen Gedenkstätten ist das erst seit wenigen Jahren der Fall, also bei 2-3 Jahren, dass sie überhaupt sich daran herantrauen, und dann wird es auch nur benutzt, um Ankündigungen zu machen. Also wir haben jetzt die neue Ausstellung, die wird eröffnet, oder da und da, da ist dieser Vortrag. Aber es wird noch nicht wirklich interaktiv benutzt. Ich glaube, da besteht eine große Berührungsangst vor diesen Medien.
Bei den Computerspielen könnte ich mir vorstellen, dass man Strategiespiele aufbaut. Also dass man zum Beispiel ein Spiel hätte, in dem der Spieler in verschiedene Akteurspositionen versetzt wird und mit diesen Akteurspositionen spielen muss. Oder aber, dass er in die Position eines Bystanders kommt und da relativ schwierige moralische Entscheidungen treffen muss. Also es gibt solche Spiele schon für andere Themenkomplexe. Ein relativ gutes Beispiel ist letztes Jahr herausgekommen oder Anfang dieses Jahres, ist This War of Mine, wo man als Gruppe versucht, oder wo der Spieler als Gruppe versucht, in einer belagerten Stadt zu überleben und dabei relativ viele moralisch schwierige Entscheidungen treffen muss, die über Leben und Tod entscheiden können. Und sowas Ähnliches könnte ich mir vorstellen für die Vermittlung an den der Erinnerung an den Holocaust. Holocaust-Erinnerung 3.0 braucht natürlich noch immer Zeitzeugenschaft. Es ist nur die Frage, ob es nur die Zeitzeugenschaft der Opfer sein sollte oder ob man versuchen sollte, auch zu anderen Erklärungsmodellen überzugehen. Also die Opferperspektive ist unglaublich wichtig, bleibt unglaublich wichtig. Aber ich glaube, wir müssen die Opferperspektive auch kompensieren mit etwas anderem. Und das wäre die Mehrheitsgesellschaft zum Beispiel.